Hallihallo und herzlich willkommen hier aus dem Wuppertaler Hauptbahnhof von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Wir sind hier unterwegs in einem Szenario aus dem Creators Club von einem User, der meines Wissens Brauninator heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben tatsächlich noch nie ein Szenario von ihm gespielt, deshalb bin ich entsprechend gespannt, was da so kommt. Es wurde angedeutet, dass viel KI-Verkehr auf der Strecke unterwegs ist und ich bin ein sehr einfaches Gemüt. Wenn da steht viel KI-Verkehr, würde ich behaupten, ist es besser als wenig KI-Verkehr. Dementsprechend fahren wir jetzt einfach mal hier, ohne zu wissen, was uns da jetzt genau erwartet, mit dem ICE einmal von Wuppertal nach Hagen, mit der Baureihe 406 von Köln-Aachen, dem ICE 3N. Abfahrt ist um 35. Hier fährt noch, glaube ich, eine S-Bahn ein, genau. Sehr schön. Und ich glaube, gleich fährt auch noch ein Regionalexpress ein. Aber wir rüsten erstmal auf. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung. Wir gehen mal hier zu dem Schaltschrank und schalten uns einmal die PZB an und die LZB. Schrank wieder zu. So, einmal die Transparenzsteuerung für die Lounge-Scheibe. Dann kann hier hinten keiner mehr durchgucken. Na, wobei, heute habe ich meinen guten Tag. Ganz ehrlich, machen wir es wieder aus. Ja, genau, ne? Dann können Sie hier ein bisschen gucken, wenn Sie das wollen. Da bin ich heute gut drauf. So, PZB ist an. Wir sehen, die 85 leuchtet hier vorne. Können noch ein bisschen die Helligkeit erhöhen. Es ist nämlich dunkel draußen. Dann einmal die AFB freigegeben. Auf V soll Freigabe gedrückt. Und dann können wir die AFB auf 40 stellen. Machen die Beleuchtung im Zug an. Und wählen ein Zugziel aus. Da können wir jetzt leider nämlich nur Frankfurt oder Brüssel auswählen. Dementsprechend nehmen wir jetzt einfach hier Frankfurt. Passt zwar, glaube ich, nicht so ganz, aber das ist das Einzige, was wir auswählen können. Genau, wir sehen das hier. Ah, ich mag ja diese Anzeigen in den 406ern. Ja, das passt jetzt natürlich nicht mehr ganz, ne, mit Aachen, Köln, Siegburg, Bonn, Frankfurt. Oh, da fällt, glaube ich, ja, ein Zug noch ein. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Anzeigen in den ICEs. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr ganz so oft. Die gibt es vielleicht nur noch in den 406-Zügen. Ansonsten haben wir ja diese Displays, die mittlerweile in der Mitte des Ganges sind. Die sind auch sehr schick, die gefallen mir auch sehr. Aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen diese Oldschool-Anzeige hier auf diesem verspiegelten Glas. Das hat schon was sehr, sehr Schönes. Genauso wie der ICE generell einfach ein wunderschöner Zug ist, ne? Gar keine Frage. Achso, wir sollten vielleicht auch nochmal die Türen freigeben. Einmal hingesetzt und die Türen auf der rechten Seite auf. Türen geöffnet. Genau. Führerstandsbeleuchtung. Ach nee, lass mal aus. Spitzensignale auf normal. Da fährt eine S-Bahn ein. So, jetzt kommt erst die. Läuft das hier hoch mit dem Fahrgäste einsteigen lassen. Und sobald das dann abgelaufen ist, können wir die Türen zumachen und losfahren. Also vermutlich um 36. So, ansonsten, der Führerstand ist soweit aufgerüstet. Ja, ein etwas älteres Fahrzeug im TSW, aber immer noch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Belüftung, ja, machen wir uns noch ein bisschen an. Warum nicht? Sonst irgendwas. Die Bugklappe brauchen wir nicht. So, dann Türen schließen. Einmal rausgeguckt. Hervorragend. Und wir schalten Leistung auf. Jawohl, scheint niemand im Zug zu hängen. Super. Wir können mit 60 ausfahren, befreien uns also direkt und ich glaube, wir schalten uns mal hier das Fernlicht an. Auch wenn das keinen großen Unterschied macht. Ja, okay, das ist schon mal interessant, dass wir in Oberbarm halten sollen. Da halten in Realität keine ICEs.
Aber vielleicht sind das jetzt gerade irgendwelche regionalen Gegebenheiten. Vielleicht ist irgendein Regionalzug ausgefallen. Und dementsprechend ist unser Zug jetzt erstmal hier für den Nahverkehr freigegeben. Sowas gibt es ja auch. Und jetzt müssen wir wohl einen extra Halt einlegen in Wuppertal-Oberbarm. Das ist aber auch der einzige etwas komischere Zwischenhalt, denn der nächste Halt ist Hagen und das passt ja vollkommen. Ne? Also das ist ja sehr realistisch, dass ICEs und Intercities zwischen Hagen und Wuppertal fahren und an den beiden Orten halten, nur halt eben nicht in Oberbarmen. Da dann eher selten. Bis gar nicht, eigentlich. So, wir dürfen gleich auch 100 fahren, wenn nur der Zug komplett an der Tafel vorbeigefahren ist. Das ist jetzt der Fall. Signal zeigt Fahrt. Sorry, meine Maus ist mir einmal auf den Tisch geknallt. Ja, sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wir können uns die Fernlichter doch wieder ausschalten. Bringt ja eh nichts. Und sieht so natürlich viel schöner aus. Sehr schön, da kommt uns ein ICE entgegen. Da blenden wir einmal ganz kurz ab und wieder auf. Einmal kurz gegrüßt. Hallo. Doppeltraktion 406. Und 130 dürfen wir auch fahren. Und überholen jetzt gleich auch die S-Bahn. Ja, ich glaube, wir sind gar nicht mal vor so langer Zeit auf der Strecke hier unterwegs gewesen. Ich glaube, beim letzten Mal noch mit der Baureihe 111 auf dem RE4. Da bin ich mal sehr gespannt, ob die 111 hier auch auftaucht. Aber ich glaube nicht, weil wir eine 146 gesehen haben. Aber ja, mal schauen, was hier so sonst an KI-Verkehr kommt. Sehr schön, die S-Bahn lassen wir jetzt einmal hinter uns. Schön hier im Fernverkehr unterwegs zu sein. Das ist ja wirklich eine Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Ich glaube, die besitzt so gut wie jeder, würde ich mal behaupten. Jeder TSW-Spieler, jede TSW-Spielerin. Deutschsprachig zumindest. So, wir nehmen schon mal die Leistung raus und bremsen schon mal langsam rein. Und ich finde, die Strecke hat absolut mal ein Update verdient. Also sowohl einmal das Beleuchtungsupdate auf TOD 4. Aber das ist ein sehr arbeitsintensiver Prozess. Also es kommt wirklich viel KI-Verkehr. Das ist wirklich richtig gut. Gefällt mir total. Doppeltraktion 185 mit Kesselwagen. Sehr, sehr schön. Genau, also die Strecke hat definitiv mal ein Update verdient. Einerseits eben auf diese TOD 4-Beleuchtung. Also dieses Beleuchtungssystem, das es seit TSW 3 gibt. Aber was noch viel wichtiger wäre als das, ehrlicherweise, ist meines Erachtens eigentlich ein neuer Fahrplan, wo dann auch einerseits der RE4 dann nicht mehr mit den 146 unterwegs ist, sondern auch wirklich dann mit den 111ern. Und natürlich der ganze Fernverkehr, der fehlt ja in Gänze. Ich würde gerne diese Zielmarkierung ausblenden. Was war das nochmal? Steuerung 4, Steuerung 5, Steuerung 6, Steuerung 7. Genau, ne, also der Fernverkehr fehlt ja wirklich in Gänze hier im Fahrplan, im Vanilla-Fahrplan. Und das ist einfach schade. Denn die Strecke hätte es definitiv mal verdient, ein Update zu bekommen. So, dann halten wir hier mal in Oberbarmen. Also wie gesagt, in Realität fährt hier der Fernverkehr definitiv durch. Ich glaube nicht, dass der Fernverkehr hier tatsächlich in Oberbarmen hält. Hier die Wuppertaler Schwebebahn. Können wir uns auch noch mal kurz angucken. Fährt oberhalb der Wupper. Die haben wir hier. Ja, schön. Also schön wäre es, wenn die jetzt auch noch hier tatsächlich anhalten würde.
Tuch und weg ist sie. So, wir können die Türen schließen. Da fährt die S-Bahn. So, kurz auf Signal geguckt. Signal zeigt Fahrt. Hervorragend. Dann können wir abfahren. Ja, im ICE unterwegs sein ist immer toll. Also es macht wirklich immer Spaß, es ist immer angenehm. Es ist wirklich ein edler und moderner Zug. Und ich finde, als Fahrgast hat man es da sehr, sehr, sehr gut. Also da war ich schon in anderen Ländern in Fernverkehrszügen unterwegs. Die waren deutlich weniger komfortabel. So, 130 dürfen wir fahren und jetzt fahren wir durch bis Hagen. Wir fahren dann jetzt hier diesen Weg über die Regionalstrecke bzw. Die Fernverkehrs- und Regionalexpresszüge, die fahren halt hier entsprechend lang und hier links, da fährt die S-Bahn. Tallinn 2, RB 49 vermutlich. Nee, RB 48? RB 48, RB 49, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist die Regionalbahn, die zwischen Köln und Wuppertal fährt. Beziehungsweise die fährt ja über Köln noch sogar hinaus. Ich glaube sogar bis nach Bonn. Wo ja auch sehr, sehr lange, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, ja auch die Tri-Ersatzzüge unterwegs waren. Auf der Linie mit den N-Wagen und der Baureihe, vor allen Dingen der Baureihe 110, die da im Einsatz war. Bügelfalten 110, war ich auch schon mal mit drin. Wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung in diesem Zug. Aber ja, die Tatsache, dass es natürlich sehr schwierig ist, da einzusteigen, nicht mobilitätsgerecht ist, sagen wir es mal so, ist natürlich auch ein absolut relevantes und valides Bedenken. So, Ankündigung auf 130, die galten jetzt aber, glaube ich, nicht für uns, oder? Weil im Streckenmonitor steht da zunächst. Oder habe ich die Geschwindigkeiten ausgeblendet? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ah doch, die galten für uns. Jetzt habe ich sie aber anscheinend ausgeblendet. Nee, das war's auch nicht. Da, jetzt sind sie wieder da. So, dann die AFB auf 130 gestellt und Leistung wieder aufgeschaltet. Hier düsen wir einmal durch. Und hier rechts fährt dann die S-Bahn lang. Ja, es ist eigentlich gar nicht so dunkel draußen. Das sieht einfach nur so super dunkel aus durch die Scheiben vom ICE. Die sind ja getönt. Dementsprechend sieht das einfach nur für uns so unfassbar dunkel aus. Aber wenn wir uns mal hier raussetzen, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Auch mal eine interessante Perspektive, oder? Ja, man merkt, der Gleisbau hier ist nicht besonders gut. Das ist noch der... Es ist ja eine sehr alte Strecke und der Gleisbau gerade hier auf dieser Strecke... Ah, ja. Wäre auch mal eigentlich ein Update nötig. Und gerade die Kurven sind teilweise... Oder die Überhöhungen, die Scheitelpunkte der Steigungen, die sind alle ein bisschen sehr abrupt.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht einmal hier ein Foto an dieser Stelle. Das muss dann doch vielleicht mal sein. So. Und zurück im Führerstand. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, was uns wieder entgegenkommt als KI-Verkehr. So, einmal durch Ennepetal durch. Also hier dann, ja, schon eine harte Kurve an dieser Stelle. Manchmal ruckelt es auch ein bisschen. Aber das ist wirklich einfach dem Alter dieser Strecke geschuldet. Die Strecke ist ja mindestens, was denn jetzt, vielleicht 4 Jahre alt oder so. Also das ist schon, in Sachen Game Development ist das schon eine sehr lange Zeit. Also in 4 Jahren passiert da unfassbar viel. Und wenn wir einfach mal das hier vergleichen mit dem heutigen Zustand vom TSW, ist das schon, also merkt man schon den Fortschritt und den Vorsprung, den dann der TSW mittlerweile gemacht hat. Aber da muss man ja erstmal irgendwie hinkommen und das Ganze ist ja ein progressiver Weg. Man kann nicht von jetzt auf gleich das allerhöchste Niveau erbringen. Und dafür ist aber die Strecke immer noch ganz schön. Also ich fahre immer noch sehr gerne hier. So, dann dürfen wir jetzt gleich 160 fahren. Was auch unsere heutige Höchstgeschwindigkeit ist. 160. Ne, haben Sie es gut hier? Okay, gut. Bleiben wir lieber hier im Führerstand. Sehr schön hier die Abteilwagen, toll. So. Gleich dürfen wir nur noch 150 fahren. Aber das ist gar kein Problem für unseren ICE. Da können wir wirklich ganz entspannt runterbremsen. Da ist die Ankündigung. Wir nehmen die Leistung raus. Und machen das eigentlich mit... Ja, machen wir es mit der AFB. Ich glaube, die AFB ist da nicht so ruppig im ICE. Aber das ist ein recht gleichmäßiges Fahren. So, ab hier gelten die 150. Auch hier dieser Streckenteil sehr, sehr schön mit dieser ganzen Verwitterung auf dem Gleis, die Vegetation. Gefällt mir sehr. Ankündigung auf 100 km/h. Wir bremsen rein. Diesmal machen wir das mal manuell und nicht mit der AFB. Und wir scheinen wohl langsam Fahrt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich. Und erwarten 70, dann 40. Okay. Erstmal runter auf die 70. Beziehungsweise erstmal runter auf unter 85 natürlich. So, 70 sind erreicht.
Einmal die AFB eingestellt. So. Und dann sind wir auch schon in 1,2 Kilometern da. Ja, das geht ja mal recht schnell hier auf der Strecke. Wieso? Ach, dieser falsche 500-Hertz-Magnet. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass der uns hier abschießt. Das hier, dieser 500er. Hier, 500-Hertz-Magnet. Dass der uns hier abschießt, weil der scharf ist. Aber ich weiß nicht mal, warum der scharf ist. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass das hier passiert. Oh, da kommt der IC. Sehr schön, hallo. Vorsicht, hier ist ein scharfer 500er. Doppeltraktion. Herrlich. So, da die 500 Hertz Beeinflussung aktiv ist, fahren wir jetzt nicht schneller als 20. Das Signal bestätigen wir. So, 500 ist aus, wir dürfen 40 fahren. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Hagen Hauptbahnhof. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Fernverkehr. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts oder links. Ja, woraufhin man als Passagier sagt, vielen Dank. So, was ist hier abgestellt? Hier ist eine S-Bahn nach nicht einsteigen, noch eine S-Bahn nach nicht einsteigen, ein RE, ein Dosto. Ja. Und wohin fährt der? 143, da steht aber nicht, wohin der fährt. Gut, wir halten an. Obacht ist geboten. Das Signal ist nämlich schon direkt hier vorne. Ja, das steht nicht am Bahnsteigsrand. Das ist wirklich ganz, ganz fies. Beziehungsweise am Bahnsteigsende. So. Dementsprechend bremsen wir rein und halten an. Und halten an. Okay, das war jetzt knapper als eigentlich gewollt. Aber das wär's dann. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.